Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mein Name ist Darius und ich spiele mal wieder Dead by Daylight, wie schon gesagt. Und ich spiele den guten Trapper mit septischer Berührung, Barbecue und Chili, Todgeweiht und Fluchspielzeug. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier wird. Wir sind auf der Polizeistation. Ich weiß gar nicht mehr, West, Ost. Na egal. Ich habe schon so lange kein DVD mehr gespielt. Ich habe mal geguckt bei Steam. Oh, da hinten sind noch Kratzsprung gewesen, ja. Das ist jetzt über einen Monat her, da ich das letzte Mal DVD gespielt habe. Also mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas kann. Hier haben wir eine Palette, ja. Okay, ich wusste nicht, ob die hier steht oder. Manchmal steht die auch hier. Hier setze ich mal noch eine Falle. Hier renne ich, glaube ich, gerne mal lang. Und die hat keine Kratzspuren. Wahrscheinlich nach dem Stunt kriegt sie keine Kratzspuren, ne? Na gut, ich muss eh erstmal. Falle entschärft, die Schweine. Vielleicht erstmal ein bisschen Fallen legen. Man muss ja als Trapper auch seine Kraft nutzen. Und ich blöd, wenn sie die alle ständig entschärfen. Da unten ist jemand. Falle! So. Die hätte ich doch gerade eben schon gehabt, oder? Mal kurz gejagt. So. An den Haken. Ich bin ja schon ganz stolz auf mich. Ich dachte irgendwie. Also zumindest habe ich den ersten Haken, bevor der erste Generator angeht. Ich dachte, es wird schlimmer. Okay, die ist da hinten lang. Ich setze sie aber neu. Ich habe ja Addon dabei, dass ich die schneller setzen kann. Müller entschärft. Schweine. Und, achso, ich habe zwei Addons dabei. Einmal, dass ich, die Fallen schneller setzen kann. Und einmal, oh, jetzt kam gerade meine septische Berührung zum Tragen. Ne, ich gehe auf dich hier. Nur sagen meine Perks, ich habe, ein bisschen random durchgeklickt, aber auch nicht ganz. Weil die sind alle so ein bisschen mit Aura-Verschleiern. Was heißt die Aura-Verschleiern? Also Herzschlag-Verschleiern, weil septische Berührung macht ihr, wenn sich jemand heilt und dann, glaube ich, los. Ne, wenn sie. Oh, wie war denn das? Wenn sie in meinem Terrorradius sich heilen, dann sind sie ahnungslos. Und Todgeweiht macht ja, wenn sich jemand außerhalb meines Terrorradius fertig heilt, auf irgendeine Weise, dann schreien sie auf. Und wenn sie sich danach voneinander entfernen, sind sie ahnungslos. Huch. Und ja gut, Spielzeug macht ja, wenn ich jemanden aufhänge, dann ist er auch ahnungslos. Nach, solange zumindest mein Spielzeug noch steht. Spielzeug habe ich auch deswegen mitgenommen, dass ich ein bisschen über der Map jage. Also zwinge sie über die Map zu jagen. Wie ist die denn über meine Falle gekommen? Aber ich selber lasse schon ein. Na gut. Oh, es wurde gerade irgendwo ein Totem gesegnet. Na gut. Guck mal hier meine Fallen aufstellen. Da ist jemand. Uah. Wie so ein dicker Klops gerade hängen geblieben an der Säule. Weil natürlich noch
Jetzt sieht man neu. Hier war doch gerade David, oder? Das war so aus, als ein David gewesen. So, und jetzt sind wir auch neu. Hier ist gesegnet. Die nehme ich mit. Die ist hier sinnlos. Puff. Weg damit. Hier haben wir noch eine Falle hin. Nein! Ein schönes Totem. Egal, ich habe einen Schlag drauf gekriegt. Könnte sogar dein eigenes gewesen sein, ne? Hui! Na, was? Zweiter Totem? Okay. Ich würde sagen, wer Totem macht, der ist beschäftigt, macht keine Generatoren. In dem Moment geht der Generator an. Ich muss ja ganz schön weit latschen. Da hinten in der Ecke. So, hä? Was ist denn das für eine blöde Ecke da hinten? Ist der freigekommen? Dann steht eigentlich da hinten immer irgendwo noch ein Haken. Oder hat die hier die Wildpferd, dass ich die Haken nicht sehe? Könnte natürlich sein, aber. Ne, ich habe die Haken ja gesehen. Quatsch. Ach, warte, nehmen hat die. Muss ich mal unbedingt meine Fallmittel mehr setzen. Oder. Zack, okay, die steht noch drunter. Da unten wird geheilt. Na gut, nehme ich dich. Und wir müssen nur einen Gen machen. Hat noch keinen Kill. So, da ist Spielzeug jetzt wieder aktiv gewesen. Hab die doch gehört. Bleib stehen! Nancy! Wer hat den gerade eigentlich aufgeschrien? Achso, ah, die haben sich geheilt und waren zu weit auseinander. Meinen eigenen Perks weiß ich. So, ich muss mir überlegen, ob ich jetzt vielleicht mal ein bisschen die... David! Du hier. Okay, da hinten will jemand retten. Dann gehe ich mal jetzt zum Haken wieder zurück. Ah, die hier schon wieder. Aber ich nehme jetzt mal die Falle hier und pack die vors Tor. So, hier hin. Ich weiß auch, dass hier rechts noch jemand war. Aber das stimmt schon weg. Ja, auf jeden Fall schon weg. Ah, okay, die sind am Tor und heilen sich. Na gut, dann sind sie alle raus. Bei dem Tor da hinten, da weiß ich immer, muss ich immer so übelst komisch latschen, dass ich da hinkomme. Ah, hier geht's lang, okay. Ja, was mit dir? Ja, kommt alle raus mit euch. Also ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass ich jetzt überhaupt einen Kill mache. Bei einer so langer Zeit, das Matchmaking-System, das ist ihm scheißegal. Ich habe keine Herausforderung, keine Aufgabe mitgenommen.
was ist denn das jetzt hier alles, ey? Bilderchen und Hintergrund. Ah, Alter, ich war schon ewig nicht mehr da. Sieht das ja alles komplett anders aus. Was ist denn das jetzt hier? Okay, anscheinend kann man jetzt hier irgendwelche... Ja, weg damit. Ich will dieses Fenster schließen. Okay. Geht das anscheinend nicht mehr zu. Was hatten die denn hier? Ach ja, Detard, wusste man. Mhm. Ach, hier volles. Drei Sägen gleich. Und Bindung. Gut. Ich glaube, ich hänge jetzt an die Folge einfach mal noch jetzt eine dran. Die ging ja übel schnell rum. Es waren ja keine 10 Minuten, was die jetzt hier ging. Also sehen wir uns gleich nochmal. So, dann sind wir jetzt auch in der zweiten Runde. Mutters Behausung. Ja. Am Killer, an Perks, an Addons hat sich nichts geändert. Da spare ich mir jetzt nochmal die Vorstellung. Oh ja, hier ist die Schrottlaube. Da setzen wir gleich mal. Nee, ich setze nicht direkt bei da. Ich setze mal hier so ein bisschen daneben. Hier so. So, da oben werkelt jemand. Hier werkelt niemand, okay. Oh, das Fenster ist blöd. Ist doch rumgesprungen, oder? Aber ich komme nicht ran. Och, das ist natürlich doof. Muss ich hochgehen? Ah, das ist runtergesprungen, ich hab's gehört. Oh, da. Oh, der erste Gen. Wie sagt die von uns nochmal in der ersten Runde? Ich bin ja ganz froh, dass der erste hängt, bevor der erste Gen dann ist. Und jetzt habe ich noch nicht mal den ersten Hit drauf. Und der erste Gen ist schon fertig. Was ist denn das da für eine Falle? Die hängt da übel schief. So, hier dürfte eigentlich. Eine Palette ist hier, glaube ich. Ja, da ist die Palette. Mir ein Fenster dürfte hier eigentlich nicht mehr sein. Ist ja nur eins meistens. Und das ist ja schon getrappt. Hier haben wir die Falle hier. Hallo! So, die mache ich kaputt. Die brauchen wir nicht mehr. Nicht meine fallenden Schärfen. Kann ich freiblenden? Ich hab seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Und jetzt kommt ihr ja gleich mit freiblenden, ey. So, muss man nebenbei noch ein bisschen fallen setzen. Bist denn du jetzt über meine Falle einfach drüber gelaufen, ohne dass es dich gejuckt hat? Oh, ich hab gesehen, da war jemand. Ja, ich hab gesehen, dass du an der Palette wartest, dass ich um die Ecke komme. Oder dann eine Insta-Spritze? Oder warum hast du dich so ganz kurz geheilt? Egal. Entweder war es wirklich nur mal kurz angeheilt. Dann sage ich danke, weil danach warst du ahnungslos. Okay, die haben mich fertig geheilt. Dann muss ich hier noch ein bisschen Fallen setzen. Mensch, die rennen ja aber wie wild durch die Gegend. Hä? Ach, die... die Dings ist, hat die Türke, wurde dieses... Wie hieß eine Ablenkung oder irgendwas? Wurde die Tür knallen lässt. Hat den genutzt und,
Ding ist danach auch noch reingesprungen, warum auch immer. Oh, ich hole mir erstmal die hier. Ist das jetzt wieder neu, dass man hier am Rand der Map lang latscht? Hallo, ich hab doch nach oben geguckt. Wie ist einfach so drin, die Tür knallt vom Schrank und sie mir einfach so entgegengesprintet kommt. Ah, hier ist ein Totem. Falle wurde so ein Schärf da hinten. So eine Schrottlaube. Was macht denn die Falle da? Die ist richtig dämlich. So. Was ist denn mit dem hier los? Setz ich mal hier, oder? Ei, dann will der sterben, oder was? Oh, hier oben ist noch ein Generator. So, dreh ich weiter wie. Das ist ja der, ist das David? Ja, ich glaube schon, das ist David. Der ist ja ganz komisch unterwegs. Ah, schade. Wenn du eine Blende ist, kann ich auch die Palette kaputt machen und die Falle mitnehmen. Also ja, oder? Mr. Blendy. Eine Runde, ja. Und läuft in die Falle? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Und die fallen sich wieder alle entschärft. Meine Güte, seid ihr nervig. Hehe. Das war mit der Spitze von der Machete. Dich gesnubbert. Ach ja, die hat ja Dead Heart. Na gut, da kann ich jetzt aber mit dem Dead Heart spielen. Und du kommst ja auf den Berg. So, hier wird angetreten. Gucken, haben wir noch irgendwas zum Trappen vielleicht? Ja, dort. Ach hier. Wohin des Weges? Warum läuft die denn nicht in meine Falle? Und alles solche Spielverderber. Aber geheilt. Oh, da sind sie kurz ahnungslos. Sie hören mich also nicht. Aber sie sehen mich. Ungünstig. Ach komm, hol ich mir dich hier. Weg mit der Palette, die brauche eh keiner. Hier können wir mal links hinsetzen. Zack. Ich dachte, die machen das jetzt nochmal wie. Oh. Fettshaming. Ja, ich mach die einfach kaputt. Das Leben verdirbt nicht. So ist. Ja, hier ist auch noch eine Palette, das ist unnützig. Ah, jetzt hat es ihn geklaut. So, da hinten steht meine Falle noch. Stand meine Falle noch. Sagt mal.
Macht's ja auch so stressig. Oh, da sind wir in Falle gelaufen. Ah, die haben sich befreit. Egal. Verletzt ist es so oder so. Ich glaube, hier hinten, hier dürfte nichts mehr an Palette sein. Zack, habe ich dich. Jetzt hier mal eine Falle hin, falls jetzt die ganzen hier kommen mit Blenden und... Oh, die haben direkt einfach aufgemacht, okay. Bist du ein Defhook? Kann nicht sein, dass du Defhook bist und darum gesagt, oh. Nee, du bist kein Defhook. Interessant. Sehe ich hier jemanden? Nee. Wir haben gerettet. Wo ist das zweite Tor? Da hinten, okay. Ich frage halt. Ja, wir haben halt, okay. Lauf doch mal eine schöne Falle, die da noch steht. Oh, keiner läuft mal eine Falle. Die sind so unfair. Ach, okay. Ich hab's eigentlich vermisst. Ich wollte noch sagen, in meiner ersten Folge sind die alle rausgekommen, aber es war wenigstens keiner dabei, der geteabaggt hat. Aber DVD hat mich nicht enttäuscht. Die Community ist irgendwie immer noch genauso toxisch wie vor einem Monat, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, mal der David jetzt. Rennt er hier beim anderen Ausgang hoch und runter. Was ist auch immer sowas? Warum rennt er jetzt nicht einfach raus? Beide Tore sind auf. Er hatte alle Zeit der Welt gehabt. Und er dümmelt jetzt noch irgendwo drin, nur um dann in der letzten Sekunde doch noch rauszurennen. Ja, das verstehe ich immer nicht. Oh. Na, da in der letzten Sekunde so raus. Na ja, gut. Letzten 20 Sekunden, sag ich mal. Gut. Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.